Moin Leute, hier ist euer Ali Saphir mit Mario Kart Super Circuit. Mein neues Let's Play Projekt. Mal schauen, wie es so wird. Es kam auf jeden Fall schon mal für Game Boy Advance raus. Und war, glaube ich, das erste Mario Kart für eine Handheld-Konsole, aber bin mir gerade nicht so richtig sicher. Dann starten wir schon mal den Grand Prix und fangen an mit 50 CCM. Dann nehmen wir heute erstmal, wie nehmen wir denn? Ach ja, genau, bevor ich hier jetzt einen Charakter auswähle. Es gab früher nur Geschwindigkeit und Gewicht. Mehr gab's nicht. Jetzt hier heute, zum Beispiel hier Mario Kart Wii oder halt Mario Kart 8, gibt's ja noch hier auch Offroad, Handling und was weiß ich noch alles. Aber hier gab's halt nur Geschwindigkeit und Gewicht. Mehr gab's damals nicht. Aber jetzt können wir uns hier einen Charakter nehmen. Jetzt habe ich es ja noch gesagt, sonst hätte ich es ja fast vergessen. Ach, wer werde ich erstmal sagen, fangen wir an mit Mario. Wir gehen einfach Reihe rum durch. Diesen Part Mario, dann Toad und dann so weiter. Und wir nehmen natürlich als erstes den Pilz Cup. Dann 50 CCM und ja, mal schauen. Der Cup fängt natürlich mit Piste an. Wir haben einen Pilz bekommen und erst so ein bisschen linken hier, ey, ich muss mich erst mal kurz dran gewöhnen. Ich sag das ja vom Emulator aus. Ich nehme das auch gerade mit dem Handy auf. Ich setz mal jetzt einfach mal den Pilz ein. Ja, fahr noch gegen den Baum. Drei Green Shields, cool. Das ist wenigstens eine gute Barriere. Sammeln wir mal noch mal ein paar Münzen ein. Und treffe mit dem Donkey Kong. So, letzte Runde. Mal schauen, ob wir jetzt noch die letzte Runde noch überstehen. Hoffentlich. Und haben es geschafft. Cool. Ach, und noch was, die Münzen, die gab es halt damals halt auch schon, auch, glaube auch in Super Mario Kart, also NES. Ich weiß nicht, ob es hier war, ob das auch irgendwie für Geschwindigkeit war, weil das war bis jetzt ja nur bei Mario Kart 7 und 8, dass man Münzen sammelt hat für die Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, oder so, wie das jetzt damals war mit den Münzen, ne? Ob das jetzt auch für Geschwindigkeit war oder nur so zum Sammeln. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben oder so, wenn ihr Bock habt, wie das aber war mit den Münzen. Shy Guy Beach. Jo, hier ist die Strecke zum ersten Mal mit dabei. Es gibt ja auch ein Remake bei Mario Kart Wii. Ja, voll an dem Itemkasten dran vorbei. Geil, ey. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wegen Mario Kart Wii, der Strecke und so. Das haben sie ja geremaked. Und muss sagen, sieht eigentlich sogar recht gut aus. Ich hab das nur vergessen. Ja. Ah ja, Boo, cool. Also von den Boo finde ich eigentlich auch recht geil. Weil
Ja, geil, nein. Oh, ich benutze mal jetzt am besten. Den gab es bis jetzt nur hier. Und bei Mario Kart DS gab es den, glaube ich, auch, aber sonst gar nicht. Aber dass ich es wieder weggemacht habe oder so, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Weil das ist auch schon recht gut oder so. Wenn man zum Beispiel irgendwie den Buh hat, wenn man auf den zweiten oder dritten bekommt, man mal einen Stern oder so. Kommt, aber ich glaube, das wird ja, glaube ich, von anderen Kollegen, sage ich mal, geklaut. Damit wir es dann praktisch dann bekommen. Ich glaube, ich mache das mal hier hinten mal als Schutz. Außer es kommt gleich Starry, dann habe ich Pech. Warte, wurde ich gerade abgeballert oder was? Okay. Aber wir sind wieder Erster, cool. Und haben das auch erstmal verstanden, ey. Bis jetzt sieht's eigentlich recht gut aus. Müssen wir halt nur noch hoffen, dass wir jetzt in den letzten Strecken nicht übelst derbe verkacken, ey. Aber sind ja erstmal 50 CCM, deswegen gehe ich davon aus, dass es eigentlich schon sehr leicht ist. Außer ich fail das auch richtig hart, das kann auch noch passieren. Das habe ich auch mal privat gezockt. Aber nur jetzt nur so auf dem Emulator, nicht jetzt original, weil ich kenne das jetzt auf dem Original jetzt nicht so richtig. Weil ich habe das jetzt nur so mal auf dem Emulator so ein bisschen gezockt. Ich finde es eigentlich cool. Packen wir mal die Banane mal hinten an. Lass mal das erstmal hier so stehen, dass ich bald mit die Banane mal hier im Hintergrund. Und auch die Banane hier, die ich gerade als Item auch habe, so also oben hier. Wegen dem Item-Quest von vorhin. Weil das ist erstmal. Außer also die werfe ich jetzt so kurz weg. Aber die ball ich jetzt erstmal. Ist gerade ein bisschen schwierig, auf dem Emulator gerade ein bisschen zu zocken. Ah, nicht failen. Ich sehe schon hier, Donkey Kong kommt näher. Mann, fahr, Junge. Shit. Ja, genau jetzt muss gerade der Blitz kommen. Wie geil. Wo man damit man nicht damit rechnet, ey. Wunderbar. Okay, ist ein bisschen gefährlich, ey. Nein. Ich will jetzt fast auf meine eigene Banane drauf gefahren, ey. Ja, das war meine. Noch ein paar Meter, komm schon. Yes, geil. Sah schon knapp aus. Donkey Kong hätte mich fast überholen können. So. Jetzt zeig mal her die letzte Strecke. Bowser Castle 1. Oh, Itemkasten wird da dran vorbei. Ja, bin ich failen. Junge. Wollen lieber mal ein paar Münzen sammeln. Jetzt konnte ich mir wenigstens Item nehmen. Und es sind drei. Ist okay, der Red Shells, aber egal. Wenigstens als kleine Barriere, wenigstens. Ich bin schon froh. Ich stoße auch die ganze Zeit immer an Banden an. Was soll das? Mein Gott. Nicht wundern, wieso ich manchmal nichts sage. Es kommt davon, wenn ich spiele, dann konzentriere ich mich übelst. Also nicht wundern. Naja, wir sind auch übrigens letzte Runde und ich lasse mich von einem Feuerball treffen. Geil. Aber zum Glück war es nicht so schlimm. Jetzt kommen wir weg. Und wir haben das Ding im Kasten. Geil. Haben wir es auch noch geschafft, ey.
nochmal Glück gehabt, ey. Puh. Ah ja, und ein anderes Punktesystem gab es ja auch. Ja, so 1 bis 4 war noch okay. Und 5, immer 5. Platz war, hat man quasi gefailed. Also, das ist dann, das wurde dann nicht durchgelassen, sag ich mal. Das durfte man dann entweder nochmal machen oder halt aufgeben. Oh, cool. Erster Platz, Rang 1 Stern, insgesamt 74 Münzen. Ja, cool. Wirklich cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Alisa4. Ciao, macht's gut, Leute.